Hallo, so kann ich überhaupt nicht atmen. Hey, nur läufst du mittlerweile bei uns durchs Dorf. Da komme ich jetzt gerade her. Puh, ist das warm unter diesem Gesichtsschutz. Es läuft ja jeder mittlerweile mit so einem Teil hier irgendwo über der Nase durch die Gegend. Und ja, um nicht da groß da irgendwie aufzufallen, man guckt dich ja schon blöd an, wenn du das nicht hast. Da habe ich mir auch so ein Tüchlein hier vors Gesicht gebunden. So, ich war mal kurz im Dorf, war mal einkaufen. Ich zeige euch auch nachher so ein paar Eindrücke von den leeren Straßen. Und war im Supermarkt. Ja, und da habe ich so ein bisschen was gekauft. Das packe ich euch jetzt mal mit euch zusammen aus. Und so ein paar Sachen, die haben mich so angelacht. Hier habe ich so ein Stück Focaccia drin. Das werde ich heute zum Frühstück nehmen. Dann natürlich hier ganz klar wichtig. So ein Satz Eier. Und ja, heute habe ich mir gedacht, heute gibt es dann so ein bisschen Mais mit ein paar leckeren Thunfisch, bisschen pikant, mit Jalapeno. Ja, dass ein bisschen Geschmack reinkommt in die ganze Geschichte. Was haben wir noch? Mal die Tüte ein bisschen wegräumen, damit man dann so Platz hat. So, und dann haben wir noch natürlich Nudeln und dann nochmal Nudeln. Bisschen was Süßes für den Zuckerhaushalt. Und Coca-Cola gibt es bei uns leider nicht in Plastik. Gibt es nur in Plastik, nicht in Glas. So, da habe ich hier noch ein paar Bananen, bisschen Käse. Und ein bisschen Brot. So, das war also so heute so mein kleiner Einkauf heute im Supermarkt. Wie es da drin aussieht, das seht ihr nachher, denn ich habe so ein paar kleine Videos gemacht aus dem Dorf heraus, und da könnt ihr im Grunde genommen dann sehen, wie es im Dorf dann aussieht. Ja, leer sieht's aus, ne? Und das andere Problem ist, dass wir seit heute ein Dekret haben vom Präsidenten, dass also mittlerweile Sperrstunde ist ab 17 Uhr. Das heißt also, ab 17 Uhr heute Abend darf keiner im Grunde genommen mehr vor die Tür. 17 Uhr bis 6 Uhr morgen früh. So, da wird es natürlich dann noch schwieriger, auch für die Restaurants, die to go haben, weil da geht natürlich auch keiner mehr hin. So. Wie ihr seht, so nachher auf diesem kleinen Videoclip hier rund um Bayer Hiebe ist das Dorf leer. Und ja, ab und zu rennt mal einer rum, aber das war's dann. Supermarkt ist noch gut bestückt, und mehr kann ich momentan zu diesem Update nicht sagen. Und ja, zieht euch ein bisschen rein, macht ein Abo. Ich habe ja gestern so einen Aufruf gemacht, bitte abonniert mich. Das haben tatsächlich über 20 Leute getan. Super, es funktioniert, also macht ein bisschen weiter. Und ja, ich wünsche euch was, euer Uwe. Bleibt gesund.